Sternen. Unsere Stadt, sie hat tausend Laternen. Gut und Geld gibt es viel auf der Welt. Aber dich gibt's nur einmal für mich. Hallo, ich bin die Rolli, wohne in der Nähe von Klagenfurt und suche einen netten Mann. Schön, dass ihr da seid und wiederkommt. Wieso kommen wir wieder? Ja, wenn ich Bussi-Bussi mache, dann... Stimmt. Wie soll jetzt also der Neue ausschauen? Ach so, ja, ganz normal. Die Nase in der Mitte, den Mund voller Zähne, Brille kann er haben, Glotzen kann er haben. Bisschen vollschlank kann er sein, weil ich bin auch nicht zart. Aber gut muss er sein, ein Mensch muss er sein. Nicht böse sein wegen jedem Scheiß, was man einfach macht und dann schreien oder streiten, das will ich nicht. Was finden Sie ganz besonders betörend an Männern? Der Popo. Die Antwort ist jetzt ziemlich zackig gekommen, Dorle. Ja. Eine Dame hat einmal von einem Knackarsch geredet. Ja, ich sag Popo. Knackarsch. Also ich brauche keinen Mann, der was 5 Stunden vor dem Spiegel steht im Badezimmer. Ich habe schon ein paar erlebt, wo nur striegeln und nur frisieren und nur schmieren und nur tun. Das ist ja fürchterlich, sowas. Da jage ich ihm. Das soll ganz normal sein. Wenn er die Frau einmal struppig hat, hat er sie struppig. Ich bin heute auch aufgestanden, bin mit unfrisiert aus dem Haus. Das passiert mir auch. Aber jetzt vor dem Interview haben Sie sich frisiert. Ja, jetzt habe ich alles gemacht, aber vorher in der Früh war ich nicht. Gehe immer öfters aus dem Haus unfrisiert, ist egal. Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnte, dass dich ein anderer Mann einmal sein eigen hält. Er macht mich traurig, weil du für mich die Erfüllung bist. Was wär die Welt für mich ohne dich? Ich war mein ganzes Leben Putzfrau, 40 Jahre. Und habe die Arbeit gern getan, bei Firmen und privat. Und mittlerweile bin ich in Pension. Viele verstehen das nicht, dass ich mit Freude geputzt habe und noch putzen tue zu Hause und so. Viele sind einfach überdrüber. Die sind hochnäsig und alles. Ja, das könnt ihr nicht, das könnt ihr nicht. Hat Sie das nicht gekränkt, wenn Leute so über Ihren Beruf geredet haben? Nein, das macht mir gar nichts. Weil sie können, ich habe ihnen nur gesagt, ihr könnt es nicht ohne uns. Ihr braucht uns. Was glaubst du, wenn ihr uns nicht hättet, wie ihr hausen tät, wie ihr bei euch ausschauen tät? Dann waren sie still. Ja, ist so. Was machen wir, wenn der neue Mann total schlampig ist? Ja, dann werde ich ihm schon erziehen, dass er nicht mehr schlampig ist. Ui. Dann werde ich ihm helfen. Ich werde ihm Ordnung beibringen. Das stinkert den Socken in die Wäsche. Was wollen Sie im Haushalt machen und was soll der neue Mann tun? Miteinander möchte ich. Er kann auch für mich ein gutes Essen kochen, dann habe ich auch nichts dagegen. Wenn ich nach Hause komme von einer Shoppingtour und das Essen steht schon am Tisch, das ist ideal. Das wäre ideal. Was soll denn da am Tisch stehen, Dorle? Ja, Gulasch oder Reisfleisch oder Schweinsbraten, Semmelknödel, fein. Was sagt denn jetzt Ihr Cholesterinexperte oder die Cholesterinärztin dazu? Alles in Ordnung bei mir. Darf ich. Abnehmen muss ich, aber ich darf essen. Freudenleid gibt es zu jeder Zeit. Aber dich gibt's nur einmal für mich. Schon der Gedanke, dass ich dich einmal verlieren könnte, dass dich ein anderer Mann einmal sein eigen hält. Er macht mich traurig, weil du für mich die Erfüllung bist. Was wär die Welt für mich ohne dich?
Sind Sie einsam oder nicht? Na, jetzt nicht. Im Sommer ist immer was zu tun. Kann man lang draus sitzen, spazieren gehen, mit den Hunden spielen oder mal Kriegsbesuch und so. Dann, wenn der Winter kommt, dann ist es früh finster und dann ist schon. Da wäre nett, wenn du an jemanden hättest oder einen Partner, wo du zum einen Tee trinkst und Fernsehen schaust, ein paar Kekseln isst oder so. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich zitter schon danach, dass jetzt sofort muss einer her, das nicht. Aber es ist schön, wenn man zu zweit ist. Es ist wirklich schön. Welche Männer hat es in Ihrem Leben denn schon gegeben, Dorle? Es war mein Ex-Mann, mit dem war ich 23 Jahre verheiratet, habe zwei super Kinder, einen super Enkel. So wie mein Leben verlaufen ist, bis jetzt ist es gut gewesen. Jetzt müsste noch ein kommen, so ein Adonis. Und dann, nein, das nicht. Das kein Adonis? Nein. Menschlich einfach. Falls es das noch gibt. Aber ja. Okay. Schauen wir mal. Aber dich gibt's nur einmal für mich.